Wunderschönen guten Tag, ich bin Sarah Weinberg aus Frankfurt-Oder und ich möchte Ihnen heute etwas über die Messiaen-Tage 2018 erzählen. Ich arbeite bei Meeting Point Music Messiaen und wir organisieren dieses Festival zum zweiten Mal, mithilfe auch der Euroregion Neiße. Wir haben ein Festival für Sie zusammengestellt, das von neuester moderner Musik bis zu Musik des letzten Jahrhunderts Informationen über die Region und auch neue elektronische Musik alles dabei hat. Wir haben das Festival vom 12. bis zum 15. Januar und das Festival wird eröffnet mit einem großen Konzert des Kammerorchesters Sinfonietta. Dabei wird es eine Uraufführung geben. Am Samstag, dem 13. wird es interessante Führungen in ganz Gorjelitz und Görlitz geben. Am Samstagabend werden wir erst von einem Duo, einem sehr energetischen, innovativen Duo, in den Abend eingeführt, um dann um 22 Uhr ein großes Spektakel in der katholischen Kirche in Görlitz zu erleben. Da wird ein innovativer Musiker elektronische Live-Musik mit Visualisierung performen, also auch etwas für junge Leute und ein sehr interessantes Konzept. Am Sonntag wird es leider nur in deutscher Sprache, der Rest wird alles Deutsch und Polnisch sein. Wird es an diesem Tag ein Porträt zu Olivier Messiaen geben, leider nur auf Deutsch. Am Nachmittag wird es dafür ein deutsch-polnisches Programm geben vom Lutosławski-Quartett aus Wrocław. Die werden deutsche und polnische Komponisten gegenüberstellen mit sehr innovativen und sehr interessanten, verrückten Kompositionen. Abgeschlossen wird das Festival wie in jedem Jahr von der Aufführung des Quartett auf das Ende der Zeit von Olivier Messiaen, das auch den Ursprung der Idee des Festivals machte. Wir freuen uns, Sie begrüßen zu dürfen. Karten können Sie kaufen beim Gerhard-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau, online und auch natürlich an der Abendkasse. Alles wird auch auf Polnisch möglich sein. Musik.